Hallo, mein Name ist Gesa. Ich wohne in St. Veit an der Glan, in der Gemeinde. Beruflich bin ich Kunstmaler und Grafiker und ich stelle zurzeit in der Stadtbücherei aus und das lohnt sich wirklich, wirklich die Bilder anzuschauen. Habe ich Titel gehabt? Ich glaube schon, ich weiß nämlich gar nicht. Ah, weißt du, wie dein Kind heißt noch? Oh. ich würde sagen, das ist egal, was für Titel ich meine Ausstellung gegeben habe, ausschlaggebend ist, dass alle Besucher, die diese Bilder anschauen, dass sie diese Ausstellung ihren eigenen Titel geben. Weil jeder rezipiert die Bilder anders und jeder findet immer was anderes und irgendwie, ich glaube, das wäre die beste Lösung, oder? Das ist Ölmalerei, hauptsächlich realistisch bzw. impressionistisch. Und von Motiv her gibt es eigentlich zwei große Gruppen. Die sind Darstellungen von Menschen, hauptsächlich Frauen, bis auf ein Bild. Und Städteansichten. Aber im Grunde ist es alles Menschen, ist es alles vielleicht sogar ein bisschen Bewegung. Ja, das ist meine Frauenphase und dann nach der Frauenphase kommt die Männerphase. Ich schätze 30, 40 Jahre wird die Frauenphase abgeschlossen sein und dann fange ich mit der Männerphase an. Das muss ein bisschen alles ausgewogen sein, meiner Meinung nach. Und das ist der Grund, ja. Guy goes to the dentist and then the dentist says, "This is going to hurt a little bit. I've been having an affair with your wife." Von der Vogelweide. Der steht immer am Hauptplatz, oder? Ja. Dass ich aus der Vereinigten Staaten komme, dass ich Linkshänder bin. Dass ich sehr gern mit Ölfarben male, die riechen auch so gut. Das Mittel, Malmittel und Lösungsmittel und so. Ja, vielleicht ist das der eigentliche Grund. Vielleicht bin ich süchtig. Na, die Farben halten auch wirklich sehr gut auch vor allem. Ja. Was war die Frage wieder? Ja, ich habe große Schwäche für Farben. Das ist. Ja, es klingt ein bisschen banal, aber einfach der Himmel bietet so viel an Farbnuancen, das ist echt unwahrscheinlich. Gell? Beziehungsweise auch beim nicht schönen Wetter, unter Anführungszeichen, so wie im Herbst, wenn man einfach ein bisschen die Zeit nimmt und anschaut, wie man dort grau und grau gibt es nicht wirklich. Das sind wirklich einfach feine Farbnuancen, die man sonst nicht vielleicht wahrnehmen möchte. Das ist dann die Farben, das ist wirklich im Grunde, die sind die Akkorden, so wie in einem Musikstück. Gell? Und es gibt Akkordreihenfolgen, die sehr typisch sind, CFG zum Beispiel. Jeder kennt das, aber das ist ein bisschen einfältig und es gibt ebenso Harmonien zwischen die verschiedenen Farben. Manche sind einfältig und dann frage ich mich, was könnt ihr dazu hinfügen, was könnt ihr wegnehmen, dass es ein bisschen mehr komplex klingt, so wie ein bisschen komplexere Akkord. Es ist länger her, war im Herzendorfer See beim Eislaufen und dort beim Eingang ist so ein Zaun halt, gell? Und dann habe ich gesehen, die waren ganz jung, haben ein Bub und ein Mädchen. Die waren auf verschiedenen Seiten vom Zaun, sie haben miteinander geredet. Aber die waren so verliebt. Die waren so jung, aber so verliebt, dass sie es gesehen. Und ich sage es deswegen, okay, das war ein persönliches Leben. Ich habe die Kinder nicht gekannt und nicht gewusst, was draus geworden ist. Aber was ich sagen möchte, ist, das ist das, was mich interessiert. Die Sachen, die wir tun, ohne dass jemand uns sagt, wie das geht und wie wir uns um andere Menschen
Sorgen und wie wir zur Hilfe springen, ohne dass wir irgendeine Bildung haben, dass jemand uns sagt, wie es geht. Und das sind Werte, die, egal was kommt über die Medien, egal was kommt über die Luft oder sonst irgendwie, es gibt bestimmte Sachen, die man nicht wegradieren kann, weil es einfach so tief drinnen sitzt. Gell? Diese Sachen, sie ändern sich nicht. Eben wie wir uns miteinander kümmern und was wir tun, wie wir uns verlieben, wie unsere Herzen zerbrechen und. Das ist nicht heutige Gesellschaft. Die sind das Sachen, die mich interessieren hat. Gell? Alt, sehr alt. Aber das gefällt mir extrem gut. Ich mag irgendwo stehen und die alten Gebäude und ich habe, ja, eben meine Mutti, meine Großeltern stammen mehr oder weniger von St. Veit, die haben da gelebt und gewirkt. Und ist das Alte, was mich irgendwie besonders irgendwie reizt und interessiert. Ich war in der Apotheke, Bern Apotheke, oh, Schleichwerbung, mit der Schwester und dann habe ich gesagt, was ist diese Apotheke, das ist älter als die Vereinigten Staaten, vor dem sie die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben hat, diese Apotheke schon 100 Jahre gegeben, was das über die Zunge zu gehen. Gell? Ja, ich finde das irgendwie komplett cool hart. Gell? Na, durch die Malerei wird das alles so wie ein Traum eigentlich. Gell? Auch von den Farben her, das ist auch sehr reduziert, aber es ist irgendwie fast so wie ein Traum irgendwie. Ja, das würde ich sagen, zu diese Straßenszenen halt, gell? Und die sind hauptsächlich aus Wien, Jonas Macher in Klagenfurt. Das gefällt mir einfach so gut, weil eigentlich, wenn man ein bisschen stehen bleibt und ein bisschen Zeit nimmt, dann sieht man diese Handlungen, von denen ich früher geredet habe, einfach, dass der Mensch sich einfach so benimmt, wie das in den Genen irgendwie vorprogrammiert ist, und ich finde das eigentlich sehr hübsch und das sind immer wieder die gleichen Sachen. Aber das ist so hübsch und das ist auch darstellenswert, finde ich. Ja.